Tja, die Schwimmhalle. Ich wüsste nicht, was hier sein soll. Okay, weiter kann sie ja gar nicht laufen. Die Uhr ist um 23.42 Uhr stehen geblieben und funktioniert nicht mehr. Ja, also mir würde das nicht gefallen, wenn mir diese Fratzen beim Sport zusehen. Vor allem beim Schwimmen. Ja. Ich glaube, im Fitnessraum ist noch eher was als hier. Auf dem Schild steht, dass der Fitnessraum um 23 Uhr geschlossen wird. Die Gewichte sind ganz schön schwer. Wer auch immer die Pyramide gebaut hat, muss entweder unglaublich stark sein oder war nicht allein. Vor allem, wie hat Styles die alle wieder weggeräumt? Falls Mephistopheles derjenige ist, der dahinter steckt, dann wusste er natürlich, dass ich gestern Abend hier sein würde. Und er wusste von den Blitzpulverfallen. Er hatte leichtes Spiel. Verdammt! Ich hasse mich dafür, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Echt jetzt? Falls Mephistopheles derjenige ist, der dahinter steckt, dann er hatte... Mephistopheles, was hätte der davon? Ist das eine Inszenierung von ihm? Na gut, er weiß immer, was wir vorhaben, weil wir das Zeug bei ihm kaufen. Aber... Diese Uhr ist zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht stehen geblieben. Ich schätze, dass die wieder repariert wurde. Die könnte es Mephistopheles, der hatte leicht... Ich könnte auch sein, dass Styles die gleich wieder repariert hat. Tja, Mephistopheles. Schauen wir mal nach Dread Hill zurück. Vielleicht ist hier inzwischen Dr. Styles aufgewacht. Telefon! Linkweller hier. Schnucki, ich bin's, Shell. Shelly, ich hoffe, du gibst mir wegen heute Abend keinen Korb. Ich habe einen guten Champagner gekauft. Und deine Frau hat ihren Bridge-Abend. Ich weiß. Ich rufe eigentlich wegen der Uni an. Ich muss doch morgen meine Arbeit abgeben und... Also, ich schaffe es wohl nicht ganz. Muffy war gestern krank und ich habe kaum geschlafen. Das muss dieses neue Katzenfutter sein. Du weißt doch, wie empfindlich ihr Magen ist. Shell, also, du weißt doch, ich darf niemanden bevorzugen. Also, wenn ich pünktlich abgeben soll, muss ich heute Abend an der Arbeit weiterschreiben. Dann sehen wir uns wohl erst wieder nächste Woche. Aha. Zwar nicht genau das, was ich mir erhofft hatte, aber vielleicht kann ich damit trotzdem irgendwas anfangen. Danke, Schnucki. Das haben wir schon angefangen. Ich zeig's euch doch mal hier. Das Krankenhaus ist inzwischen grau. Wir haben Linkweller zur Rede gestellt. Und ja. Jetzt schauen wir mal. Hat sich wenig getan. Halt! Der ist für mich. Komisch. Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Na, jetzt geht's ja los. Auf der Einladung und auf der Streichholzschachtel des Clubs befindet sich keine Adresse. Ich muss herausfinden, wo ich heute Abend eigentlich hin muss. Sofern ich überhaupt kann. Hä? Auf der Einladung und auf... Hä? Wieso hin musst? Du hast heute Abend ein Experimento, Dominus. Experimentenplan. Timmons Park, gehen. Ist heute dran. Der Timmons Park. Hallo? Hallo? Okay, wir können nicht mit dir reden. Alles beim Alten. Der Timmons Park. Den haben wir mit Sam noch gar nicht entdeckt. Warte mal, wartet mal, wartet mal. Schau mal kurz in den Keller, ob Styles unten ist. Und danach schauen wir mal zu unserem Motorrad. Vielleicht kommen wir ja irgendwie in den Timmons Park. Ah, hier ist schon mal gar nichts.
Nee, niemand da. Doch, da ist er ja. Haben Sie eine Minute Zeit? Was ist? Angela hat im September 2002 ihr Studium angefangen. Aber für ihr Alter kommt sie mir ziemlich unreif vor. Ihr ganzes Zimmer ist pink. Pink. Laut ihrer Mitbewohnerin hat sie nicht viele Freunde. Und ihr Vater ist bei einem Unfall gestorben. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen zurückgeblieben ist. Wollen Sie wissen, was ich davon halte? Nein. Wie Sie meinen. Ich habe mich über Helena informiert. Sie hat dieses Jahr in Oxford angefangen, aber möglicherweise ist sie schon viel länger hier in dieser Gegend. In ihrem Zimmer lag ein Theaterprogramm von Oktober 2002 herum. Oktober? Ja, außerdem glaube ich, dass sie ein Drogenproblem hat. Ich habe in ihrem Zimmer Spritzen und Ampullen gefunden. Vielleicht hat sie die Sachen ja auf Rezept bekommen. Und es handelt sich nur um Beruhigungsmittel, oder? Sie ist jung und gesund. Warum sollte sie etwas verschrieben bekommen haben? Außerdem ist sie offensichtlich reich und ein Partygirl. Nur weil sie reich ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Egal. Fakt ist, ich habe dort die Spritzen und die Ampullen gesehen. Aber ich behalte wohl meine Meinung lieber für mich. Keine schlechte Idee. Die Angela. Kommt mir jetzt gerade Spritzen und Ampullen? Das muss nicht unbedingt Heroin sein. Das könnte auch gegen Diabetes oder sowas sein. Weil Zuckerkranke müssen sich doch auch irgendwas spritzen. Hier haben wir uns alles schon angeguckt. Gehen wir mal hinters Haus. Hat der mal einfach so unter das Stockwerk? Ich glaube, wir können in den Turm. Hat der mal einfach so unser Motorrad repariert, ne? Hat mich keinen Penny gekostet. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob schon mal jemand etwas so Nettes für mich getan hat. Ich bin vielleicht ein Sensibelchen. Okay, also Motorrad ist wieder ganz. Hat mich keinen Penny. Gut, 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 gut. Jetzt schauen wir mal, weil da stand gerade irgendwie Zierturm unter das Stockwerk. Wir könnten auch mal auf die Fortschritte schauen, das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. 60% Planänderung haben wir noch fast gar nichts. Alle Würlos C, fehlt noch was. Hä? Der Geist des Red Hill, haben wir die Hälfte. Ermittlungen im Club der Lämmer haben wir fast voll. Bonuskapitel 41%. Sind noch nicht wirklich so weit. Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht ist ja irgendwo hier in der Nähe ein Schlüssel. Vermutlich nicht. Jemand hat unter der Statue einen Schlüssel versteckt. Wuhu! Mysteriös. Würdest du mal reingehen? Ach so. Hier drinnen ist alles staubig. Außer dem mittleren Bereich der Treppe. Jemand muss sie erst vor kurzem benutzt haben. What the fuck? Stuhl! Stuhl? Der Stuhl ist kein bisschen staubig. Merkwürdig. Oh! Man kann von hier aus direkt in Davids Schlafzimmer sehen. Oh, das macht mich echt wütend. Auf der Scheibe ist etwas. Könnte ein Abdruck sein, aber ich kann es nicht genau erkennen. Da hat...
hat einer die beiden oder ihn allein beobachtet? Brown Puder oder irgend sowas, was wir aufs Fenster tun können. Auf der Scheibe ist etwas. Könnte ein... Im Handy dagegen leuchten müsste eigentlich gehen, aber das mag sie nicht. Auf der Scheibe... Der Scheib. Ach, hey. Mit den zwei Sachen komme ich auf keinen grünen Zweig. Auf der Scheibe ist... Shit, wir brauchen irgendwas. Es ist abartig, ne? Wir könnten da was reinprojizieren mit diesem Projektor. Das könnte jemand anders auch gemacht haben. Vielleicht mit dem Streichholz. Das macht auch Licht. Auf der Scheibe. Auf der Scheibe. Mag sie nicht. Wenn das Mädchen nur einmal auf mich hören geht, Freunde, dann wären wir hier schon lang durch. Also wirklich. Wartet mal. Den Stuhl können wir nicht mehr anwählen. Okay. Auf der Scheibe. Muss mal ganz kurz schauen. Turm. Okay, nee. Haben hier nichts verpasst, also das ist so in Ordnung. Und ja, ich gebe zu, ich habe inzwischen die Lösung in einem anderen Fenster, aber ich schaue nur hin und wieder rein, zu solchen Gelegenheiten, dass wir nichts verpassen. Weil ihr wisst, wie oft wir schon festgehangen sind, das möchte ich nicht auf Dauer so haben. Jemand benutzt den Turm, um David auszuspionieren. Oder noch viel schlimmer, um ihnen Dinge zu zeigen, die nicht da sind. Das könnten wir mit unserem Gerät da super gut. Tja. Christchurch und Hawthpath. Vielleicht. Ich wüsste im Moment nicht. Ja, leg das weg. Der Eddie, der wohnt hier regelrecht. Ein Haufen mit Diskusscheiben. Ja, nimm halt mal eine mit. Nimmst du sonst auch jeden Dreck mit? Nope, will sie nicht. Ich wüsste immer... Hier ist irgendwie so richtig gar nichts. So richtig, richtig gar nichts. Ich muss sagen, Freunde, mir gehen gerade schon wieder die Ideen aus. Darum habe ich jetzt auch gerade mal kurz in die Lösung gespickt, ob wir nicht im Turm vielleicht weiterkommen. Weil... Tja. Malik ist jetzt schon mal aus dem Dienste von Dr. Link, weil er raus. Das heißt... Ich weiß nicht, was das heißt. Lass uns nochmal auf Meadows schauen. Auf Christchurch Meadows. Weil unser alles wirrlos C-Rätsel ist noch gar nicht ganz gelöst. Vielleicht gibt es doch irgendwas Bestimmtes, was wir anschauen müssen, um diesen Zahlencode zu bekommen. Ich schau gerade mal. Also hier sind noch die ganzen Versuche, die ich gemacht habe mit Lewis und Carol und Queen und Carfax und alles. Und die Nummer war 53947. Punkt, Punkt, Punkt. Also geht noch weiter. Ein weißer Hase. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo die Nummer herkommt.
Aber hier beim Hasen haben wir, glaube ich, auch alles. Vielleicht müssen wir in diesem Alice-Laden noch irgendwas machen. Tja. Der ist in der Innenstadt. Der Alice-Laden ist in der Richtung, in der Queen Street. Irgendwo auf dieser Informationstafel muss das stehen. Aber da stehen keine Zahlen. Es gibt hier in der Gegend Plätze, die etwas mit Alice im Wunderland zu tun haben. Bestimmt gehören sie zum Rätsel dazu. Sie sagt uns aber auch nicht, welche Plätze. Es gibt hier in der Gegend Plätze, die etwas mit Alice im Wunderland zu tun haben. Freunde, ich komme nicht drauf. Lasst mich mal schnell nachschauen. So, also Dread Hill. Im Keller. Den Zettel bekommen wir, ja, von diesem anderen, von diesem Psychologen. Mrs. Dalton, Dread Hill, oberer Flur. Da ist ein Stuhl. Ach ja, stimmt, da ist ein Stuhl. Sam kann jedoch nichts entdecken und ins Schlafzimmer von David gehen wir nicht. Hinterhof habe ich hier mal gar nichts. Okay, wir hätten diesen Anruf wohl schon kriegen sollen, wenn wir das erste Mal aus Dread Hill rausgehen. Die Sache ist die, ich glaube, wir sind nicht per Hand zur Bushaltestelle gelaufen, sondern wir haben über den Kartenbutton sind wir zur Bushaltestelle gelaufen und deswegen kam der Anruf erst, als wir schon wieder zurück waren. Das macht Sinn. So, gehen nun zum Hinterhof. Turm, Fenster, Statue, Schlüssel. Fenster, Fleck. Motorrad ist repariert. Sie freut sich. Passt. Hä? Was? Also Freunde, dieses Spiel macht mich manchmal kirre, muss ich zugeben. Wieso? Passt mal auf. Wir waren gerade zufällig im Turm. Jetzt gehen wir wieder in die Küche. Hallo? Tatsächlich. Hallo. Jetzt steht da Mehl. Und das können wir... Als einziges in der Küche können wir jetzt das Mehl anwählen. Okay, das Rätsel ist das Lösung. Mehl? Kann ich etwas davon haben? Das schmeckt aber besser, wenn es in einem Kuchen ist, meine Liebe. Ich würde Sie abknutschen, wenn Sie jetzt einen Kuchen aus dem Ärmel zaubern könnten. Aber ich brauche nur ein kleines bisschen für was anderes. Nimm so viel du brauchst, Liebes. Wie ist so nett, die Mrs. Dalton. Meine Mami hat mir gestern Zwetschgenkuchen gemacht. In Bayern, hier bei uns, heißt das Ding Zwetschgendatschi. Aber das kennen bestimmt nicht alle von euch. Darum sage ich lieber Zwetschgenkuchen. Den gibt's heute Nachmittag. Ich freue mich schon. Eineinhalb Stündchen noch vielleicht. So um zwei. Zwei ist ein guter Zeitpunkt zum Kaffee und Kuchen trinken und essen. Oh nee. Muss man jetzt jedes Mal aufsperren. Ja, Freunde, genau das hatte ich gesucht. Mehl. Mehl oder Licht? Eins von beiden. Mehl. Jetzt bin ich gespannt. Yeah. Aha. Die Hand ist klein. Kleiner als meine. Das muss die Hand einer Frau sein. Das spricht gegen Linkweller oder Malik. Vielleicht ist ja noch jemand in die Sache verstrickt. Boah, wisst ihr, was richtig krank wäre, wenn Laura noch leben würde? Und hier im Turm haust oder sowas? Das ist der Handabdruck des Spions. Wenn ich herausfinde, wer es ist, kann diese Person was erleben. Nur wie? Aber man muss sagen, so scheiße sie auch ihre Freunde behandelt gegenüber Styles, ist die Sam wirklich, wirklich loyal. Also so richtig loyal. Obwohl er ein Arsch ist. Entschuldigung.
Aber it's real. Tja, Sam. Wir müssen den jetzt irgendwie abdrucken oder abpausen oder so. Also ich habe mal gehört, wenn man da jetzt Tesa draufklebt, dann hätte man den Fingerabdruck. Das war auch in irgendeinem Adventure damals. Ich glaube, in die Kunst des Mordens kam das dran. Wie zum Henker? Tja.